Gemeinde wollen bitten. Ja, also Gott, hab Dank, dass du mitten unter uns bist. Hab Dank, dass wir hier zusammenkommen dürfen und dein Wort hören dürfen. Dass du uns durch deinen Geist führst, durch dieses Wort, und dass wir verstehen und begreifen, dafür sorgst du, Herr. Hab Dank, dass du uns leitest. Hab Dank, dass du unser Leben in deine Hand nimmst. Hab Dank, dass wir als deine Kinder vor dir stehen dürfen, in der Vergebung und Gnade durch dich, Herr Jesus Christus. Sei mit uns in dieser Predigtstunde und sei du mit deinem Geist bei uns in allem. Amen. Amen. Guten Morgen, liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde, liebe Gäste. Gesegneten Sabbat. Schlafen wir. Gesegneten Sabbat. Das hört sich schon besser an. Ich habe in der vorletzten Predigt ein interessantes Thema verkündigt. Und zwar ging es hier um den Frieden in der Welt, den die Völker versuchen zu erreichen, aufgrund von Bündnissen, aufgrund von Zusammenschlüssen. Und ich habe einige Texte gezeigt, die deutlich zeigen, was daraus wird. Und ich habe in der letzten Predigt gepredigt, was passiert, wenn Gottes Volk nicht auf die Stimme Gottes hört. Und ich habe ein Beispiel genannt zum Thema Kadesh Barnea. Wie viele Männer vom Volke, aus dem Volke Gottes gefallen sind, aufgrund dessen, weil sie der Stimme Gottes nicht gehorcht haben. Nun, wir lesen in 1. Thessalonicher, um nochmal ein bisschen einen Einstieg zu bekommen, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und das große Licht, das uns Gott gegeben hat diesbezüglich dieser Botschaft, ist das Licht darüber, wie wir dem geistlichen Zustand, in dem wir uns befinden, entgehen können. Und in dem Versuch, Frieden zu erlangen, das ist ganz wichtig zu verstehen, in dem Versuch, Frieden zu erlangen, den die Welt als Ergebnis der Einheit erwartet, wird der Erdkreis, auf dem wir uns befinden, eine schreckliche Enttäuschung erleben. Ich habe wichtige Zitate ausgewählt aus den Zeugnissen für die Gemeinde und habe sie hier projiziert. Und in Lukas 21 finden wir eine weitere Botschaft, die Worte Jesu an seine Jünger, die er hier zur Warnung gesprochen hat. Und sie sind uns zur Warnung geschrieben. In Vers 34, also Lukas 21, Vers 34, lesen wir: Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit und Sorgen des Lebens, und jener Tag unversehens über euch kommt. Da haben wir wieder eine interessante Botschaft, einen Hinweis, dass dieser Tag, also wir sollen schon entsprechend Acht haben auf uns selbst. Und das war auch das Thema, dieser Tag, der unversehens, unerwartet auf diesen Erdkreis hereinbrechen wird. Ja, dass dieses plötzliche, unerwartete Unheil, diese überwältigende Überraschung war das Thema in der vorletzten Predigt. Aber was ist das? Was ist es, was die Menschen praktisch in diesen
Ausnahmezustand führt. Ich drücke es mal so aus. Es ist die Art und Weise, wie die Menschen leben. Es ist die Art und Weise, wie die Menschen essen. Es ist die Art und Weise, wie die Menschen trinken. Und es ist die Art und Weise, wie sie arbeiten. Danken Sie für alles Gott. Ich stelle hier eine wichtige Frage. Wird Gott noch gedankt für alles, was wir heute besitzen, haben und mehr oder weniger genießen dürfen? Der ganze Lebenswandel führt zu einer schrecklichen Enttäuschung. Und man muss sich das mal bildlich vorstellen, wenn das alles, wofür gearbeitet worden ist, wie eine Luftblase zerplatzt. Alle, die diese Welt zu ihrem Zuhause machen, werden in der Welt gefangen werden. Und so warnt Jesus in Lukas 21, Vers 36, seid alle Zeit wach, betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Was werden die Leute sagen, bevor diese große Überraschung auf diesen Erdkreis hereinbrechen wird? Frieden und Sicherheit. Frieden und Sicherheit. Und Sicherheit, was ist das? Woran denken die Menschen? Lasst mich zwei Dinge hier ganz besonders hervorheben. Sie sind rot markiert. Es geht hier um materielle Besitztümer. Um was? Letzter Punkt unten, um Leben zu genießen. Für viele Menschen auf dieser Welt bedeutet Geld Sicherheit. Nun, das Problem ist eigentlich nicht das Geld. Was ist das eigentliche Problem? Das Problem ist eigentlich die geistliche Grundhaltung, die hinter all diesen Dingen steckt. Das ist das Problem. Nicht das Geld. Geld brauchen wir, um zu leben. Das gehört zur Gesellschaft. Ohne Geld kannst du nichts kaufen. Aber die geistliche Grundhaltung, die hinter all diesem Bestreben nach, was weiß ich, was es für Dinge sind, liegt, die geistige Grundhaltung ist hier entscheidend. Die geistige Haltung, die hinter dem Streben nach diesen Dingen steht und hinter dem Versuch, sie alle zu bekommen. Niemals zuvor oder in den Jahrhunderten davor hatten so viele Menschen Schulden wie heute. Wenn wir hier rausschauen auf die Straße, wie viele Autos sind davon bezahlt? Von 104. Das ist ein Ergebnis, das ich aus dem Internet habe. Und das ist eine Dunkelziffer, das muss ich dazu sagen. Sehen wir all die Autos auf den Straßen? Wie viele sind davon bezahlt? Sehr wenige. Ist das alles? Nein. Es sind nicht nur die Automobile. Es sind die Kühlschränke, es sind die Radios, es sind die Fernseher, es sind die Computer. Ich rede hier nicht von Existenzgründungen. Das ist ein anderes Thema. Und die Falle ist eigentlich,
diese Dinge haben zu wollen. Der Bruder Franz, der hat einen tollen Fernseher, 1,50 Meter Durchmesser, dann muss ich einen 2,10 Meter Fernseher haben. Machen Schulden glücklich. Beachtet hierbei, wie gut Gott ist, dass er uns vor diesen Fallen warnt, und das ist hochinteressant. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung. Hey, das ist ganz fantastisch. Die Gottesfurcht ist eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Das sind die Prinzipien. Wir haben nichts hineingebracht. Was heißt das? Wir können Schulden machen und bezahlen so viel, wie wir wollen, auch wenn es nicht richtig ist. Uns gehört nichts. 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 Wir werden nichts von dem Gold dieser Welt mitnehmen. Keines der edlen Autos oder der teuren Möbelstücke oder einer dieser Häuser. Meine Hütte da, die ich erworben habe, die werde ich nicht mitnehmen. Auch wenn es an einem schönen Ort, Standort liegt. Mit Blick aufs Tal. Herrlich. Ruhige Lage. Ich werde sie nicht mitnehmen können. Was sagt Gott? Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Die meisten Menschen auf dieser Erde sind nicht zufrieden. Und es macht überhaupt keinen Unterschied, ob sie arm oder reich sind. Die Reichen sind nicht zufrieden, genauso wie die Armen. Sie sind nicht zufrieden. Und sie alle sitzen in der gleichen Falle. In der Falle der Unzufriedenheit. In der Falle der Ruhelosigkeit, in der Falle der Einsamkeit, in der Falle der Selbstsucht, in der Falle des Neides und in der Falle der Habsucht. Was ist Habsucht? Habsucht ist, ich muss das haben, ich will das haben. Das ist Kaufsucht. Sind wir zufrieden? Sind wir zufrieden? Also, wenn wir zufrieden sind, wenn wir im Licht sind, dann sind wir zufrieden. Wir alle haben Nahrung, ja oder nein? Wir alle haben Kleidung, ja oder nein? Wir alle haben einen Platz in unserem Leben, an unseren Arbeitsstellen, ja oder nein? Es gibt einige wenige Ausnahmen, aber wir haben einen Platz in unserem Leben, das soll uns genügen, Gott sei gelobt. Das ist wichtig, ganz wichtig, meine lieben Freunde. Wohin schaut Gottes Volk? Auf zu ihm. Wir schauen nicht auf Menschen, wir schauen auf zu ihm. Das ist wichtig. Wir haben in Jesaja 8 gelesen, dass Menschen aus Kriegsangst und Furcht vor Not zu umfangreichen Verbindungen getrieben werden. Und wir haben auch gelesen, was dem Volk Gottes gesagt wird. Was hat Gott dem Volk gesagt? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Aber was ganz gefährlich ist bei all diesen Maßnahmen, die da durchgeführt werden, weltweit, hier auf diesem Planeten, ist die Tatsache, dass alle Völker, alle Nationen einen kolossalen Preis bezahlen. Einen kolossalen Preis für das, was sie doch treiben, worauf sie sich einlassen. Sie verkaufen ihre Seelen für einen Teller Suppe und sie bekommen diesen Teller Suppe noch nicht mal. Esau, der bekam ein Linsengericht. Aber diese Nationen, diese Völker, sie bekommen noch nicht mal ein Linsengericht. Das ist die Katastrophe. Was verkaufen sie, um Frieden zu bekommen? Was werden sie niederlegen, um die Führung einer ganz bestimmten Macht anzunehmen? Was ist der Preis dafür? Sprüche 23 bringt es auf den Punkt.
verkaufe Wahrheit, verkaufe sie nicht. Kann man Wahrheit verkaufen? Kann man Wahrheit verkaufen? Der treue Zeuge sagt uns in der Laodicea-Botschaft: Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Aber wenn du diese Wahrheit einmal gekauft hast, wenn du sie einmal angenommen hast, hüte sie, behüte sie, bewahre sie in deinem Herzen. Lass nicht los davon. Studiere Gottes Wort. Aber genau das ist der schreckliche Fehler, den alle Nationen auf dieser Erde praktizieren. In den Tagen der Reformatoren, von Zwingli angefangen bis hin zu Luther, wer waren diese Männer? Sie waren die Stimme Gottes. Und wo? Mitten im Meer des Irrtums. Das ist interessant. Aber die haben sich von Rom getrennt, von einer Macht getrennt. Sie haben sich entfernt. Warum? Weil sie wussten, dass etwas nicht stimmt. Aber ist es heute nicht auch so, dass in der Person einer Macht, und das ist ganz schlimm, gefährlich zugleich, und hier eine menschliche, ich sage mal, Gerichtsbarkeit entscheidet, was Wahrheit ist und was Unwahrheit ist. Eine menschliche, keine göttliche. Und auf Seite 103 des Buches Der große Kampf wird uns von der Erfahrung des Johannes Hus berichtet. Und jetzt lesen wir mal, mit welchem Gefühl er seine oder seinen Glauben, nicht seine, sondern seinen Glauben vertreten hat. Wir können das lesen. Hus war sich der Gefahren, die ihm drohten, bewusst. Er schied von seinen Freunden, als käme er nie wieder mit ihnen zusammen und machte sich mit dem Gefühl auf den Weg, dass dieser ihn zum Scheiterhaufen führen würde. Das ist interessant. Ihm war klar, für mich kann das hier oder wird das hier ganz bedrohlich enden. Aber das war für ihn kein Problem. Er ging. Er war ein Getreuer des Papstes, wenn man das so mal ausdrücken darf. Aber als er die Wahrheit erfuhr, als er die Bibel studierte, da kam er zu einer bestimmten Schlussfolgerung. Und darauf möchte ich unsere Aufmerksamkeit richten. Hier, Gott, der in der Bibel spricht, und nicht die Kirche, die durch die Priesterschaft spricht, ist der unfehlbare Führer. Hier liegt der Unterschied. Hier liegt der gewaltige Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge. Zwischen weltlich und geistlicher Führung, göttlich-geistlicher Führung auf der einen Seite. Beachten wir die Einstellung der Gläubigen, der wahren Nachfolger. Um Frieden und Einheit zu wahren. Hier geht es um Frieden und Einheit. Um Frieden und Einheit zu wahren, zeigten sie sich bereit, jegliche mit ihrer Gottestreue zu vereinbarende Zugeständnisse zu machen. Sie meinten aber, und das ist hier ganz entscheidend in dieser Textpassage, dass selbst der Friede unter Aufopferung ihrer Grundsätze zu teuer erkauft wäre, einer Übereinstimmung auf Kosten der Wahrheit und Rechtschaffenheit zogen sie jedoch lieber die Uneinigkeit, ja selbst den Kampf vor. Das war die Einstellung der Nachfolger Christi durch die Jahrhunderte hinweg. Die haben sich nie auf irgendwelche weltlichen Bündnisse eingelassen, auf Kosten der Wahrheit. Sie haben die Wahrheit verteidigt und sie haben sie gelebt, weil sie treu zu Gott standen. Wenn es zu einem lebenswichtigen Prinzip kommt, dann rechtfertigt in keinen
Maße eine ökonomische Idee, den Verkauf von Wahrheit. Das müssen wir beachten. Gott warnt uns mit folgenden Worten. Und deine Ohren werden das Wort hören. Deine Ohren werden das Wort hören. Was heißt das? Wir werden die Wahrheit hören. Das hinter dir her spricht, dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zu rechten oder zu linken abbiegen wollt. Und schon sehr früh ermahnte Gott sein Volk, auf dem schmalen Pfad zu bleiben. Das lesen wir in 5. Mose. So gebt nun Acht, dass ihr tut, wie der Herr euer Gott euch geboten hat, und weicht nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken. Und in dem Zusammenhang schrieb die treue Botin, Gott ruft nach Männern und Frauen von Standfestigkeit, einer festen Absicht, auf die man sich in den Zeiten der Gefahr und Prüfung verlassen kann, die in der Wahrheit so fest eingewurzelt und gegründet sind wie die ewigen Berge, die nicht nach rechts oder links bewegt werden können. Diese Textstelle ist hochinteressant. Lest bitte den ganzen Abschnitt, dieses ganze Kapitel. Ich habe das hier stark reduziert. Was ist der Grund für solche Ermahnungen? Was ist der Grund? In der menschlichen Natur gibt es eine Neigung, in Extreme zu geraten und von einem Extrem ins andere. Das zeigt uns hier dieser Text aus Zeugnisse für die Gemeinde. Und an anderer Stelle lesen wir, immer wieder treten kleine Gruppen auf, die glauben, dass Gott nur mit den paar wenigen sei. Mit den paar Versprengten. Und sie sollten ihren Einfluss dazu nutzen, das niederzureißen und zu versprengen, was Gottes Diener aufgebaut haben. Ständig erheben sich ruhelose Geister, die etwas Neues sehen und glauben wollen. Was ist das hier? Also wenn wir hier von kleinen Gruppen reden, meine lieben Freunde, wir dürfen das nicht verwechseln mit Gruppen, die sich bilden und ihr, sage ich mal, Missionsarbeit praktizieren, Wortverkündigung praktizieren, die Wahrheit verkündigen. Diese Gruppen sind hier nicht gemeint. Hier sind andere Gruppen gemeint. Immer wieder treten kleine Gruppen auf, die glauben, dass Gott nur mit den paar wenigen sei. Und wisst ihr, worüber ich ein bisschen nachgedacht habe im Zusammenhang mit dieser Textpassage, dass wir viele Gedanken haben. Und nicht nur Gedanken, dass wir auch Visionen kriegen und dass wir vielleicht auch Gesichter sehen. Lasst mich hier auf eine ganz wichtige Erfahrung hinweisen, die Hiob mit einem seiner Freunde gemacht hat. Wir alle kennen Eliphas. Das war ein Freund Hiobs. Hiob hatte ein Gespräch mit ihm. Und da hob Eliphas von Teman an und sprach, du hast's vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden, aber Worte zurückhalten, wer kann's? Das heißt so ungefähr wie, wer kann schon seinen Mund halten, ja, wenn er was Wichtiges zu sagen hat. Ja, da kommt eine Botschaft und schon habe ich ein Wichtiges zu sagen. Lesen wir weiter. Zu mir, sagt Eliphas, ist heimlich ein Wort gekommen und von ihm hat mein Ohr ein Flüstern empfangen. Was heißt hier heimlich? Nur ihm allein. Nur er,
der Auserwählte Eliphas. Zu ihm ist heimlich ein Wort gekommen. Und wenn wir diese Textpassage weiterlesen, dann kriegen wir hier noch eine Erklärung. Beim Nachsinnen über Gesichte in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Leute fällt. Also dieses Wort kam beim Nachsinnen über Gesichte in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Leute fällt. Da kam mich Furcht und Zittern an und alle meine Gebeine erschraken. Das war auch für Eliphas eine außergewöhnliche Situation. Und wir lesen weiter. Und ein Hauch fuhr an mir vorüber. Es standen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe. Lesen wir weiter. Da stand ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkannte seine Gestalt nicht. Es war eine Stille und ich hörte eine Stimme. Und jetzt lesen wir mal, was diese Stimme zu Eliphas gesagt hat. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Siehe, seinen Dienern traut er nicht. Hier ist die Rede von Gott. Also Gott traut seinen Dienern nicht. Und seinen Boten, seinen Engeln, wirft er Torheit vor. Stimmt das? Stimmt das? Gott traut seinen Dienern, seinen treuen Dienern. Wer war Hiob? Das können wir direkt am Anfang lesen, wer Hiob war. Keiner war so wie er. Er war der Knecht, sein, das heißt, Gottes treuer Knecht. Und interessant ist, dass Gott das bestätigt. Vor der Heiligen Versammlung. Und was haben wir hier? Traut Gott seinen Engeln? Vertraut er seinen Boten? 100%. Sie handeln, sie arbeiten im Auftrage Gottes. Und sie führen diese, ich sage, Aufträge perfekt aus. Perfekt. Wenn wir das lesen in der Schrift, was die Engel leisten, im Auftrage Gottes, perfekt. Kann ich nur sagen, perfekt. Und ich möchte nicht wissen, was alles passieren würde mit uns, wenn sie ihre Aufträge nicht perfekt ausführen würden. Uns nicht zur Hilfe eilen würden. Uns nicht schützen würden. Uns nicht mehr oder weniger tragen würden. Die Frage stellt sich hier nur, lassen wir uns tragen? Lassen wir uns beschützen? Lassen wir uns führen? Lassen wir uns lenken und leiten? Der Mensch hat eine komische Eigenart, von einem Extrem ins andere zu fallen. Und wenn wir Gesichter und Visionen und all diese Dinge haben, meine lieben Freunde, wir müssen vorsichtig sein. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern was steht geschrieben? Prüft. Prüft die Geister. Wenn Jesus uns auffordert, er selber, der Schöpfer, wenn er uns auffordert, prüft mich, ob ich die Wahrheit sage, dann ist es unsere Pflicht, auch das zu prüfen, was uns in unserem Leben erscheint. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Lasst mich diesen Text von vorhin nochmal wiederholen. Immer wieder treten kleine Gruppen auf, die glauben, dass Gott nur mit den paar wenigen sei.
die Neues sehen, etwas Neues sehen und glauben wollen. Was leisten sie? Der Text kommt danach. Alle leisten damit dem Feind treffliche Hilfestellung, der eine hier, der andere dort. Dennoch behaupten sie, die Wahrheit zu besitzen. Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht in die Irre führen. Bleibt der Wahrheit treu. Und wenn wir solche Erfahrungen machen, prüft die Geister. Prüft ohne Unterlass. Und genau das hier ist auch nicht der Weg Gottes. Was ist der Weg Gottes? Wir lesen das in seiner Textpassage im Abschnitt davor. Gott bringt ein Volk hervor und bereitet es darauf vor, wie ein Mann dazustehen. Also Gott bereitet ein Volk vor, wie ein Mann dazustehen. Wir reden hier nicht vom Superman, der durch die Lüfte fliegt. Wie ein Mann dazustehen, vereint. Wenn all diese neuen Dinge kommen, was haben wir? Wenn hier in der Gemeinschaft jemand auftritt mit einer neuen Theologie, mit einer neuen, was weiß ich, Theorie, was haben wir? Bitte? Uneinigkeit. Dankeschön. Die einen glauben das, die anderen glauben das. Und diese Aussage trifft den Kern auf den Punkt. Gott bringt ein Volk hervor und bereitet es darauf vor, wie ein Mann dazustehen, vereint, mit einer Zunge zu reden und dadurch das Gebet Jesu für seine Jünger Wirklichkeit werden zu lassen. Was war das Gebet Jesu? Bitte? Johannes 17. Sehr gut. Wie heißt das? Lesen wir das. Wie lautet das? Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern auch für die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Kann eine Welt glauben, dass Jesus von Gott gesandt wurde, wenn in der Gemeinschaft Uneinigkeit herrscht oder in der Gemeinde? Ich rede jetzt hier von der Gemeinde Aachen. Was denken Freunde, Gäste, wenn wir hier unterschiedlicher Meinung sind? Was bekommen sie für einen Eindruck? Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien. Und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Es kommt schon mal vor, dass etwas interpretiert wird in Form von, wir müssen jetzt etwas in die Wege leiten. Wir müssen eine neue Bewegung in die Wege leiten. Das ist notwendig. Ich habe nichts gegen neue Bewegung. Ich habe nichts gegen, und das sage ich hier ganz offen und ehrlich, gegen Erweckung. Und ich habe hier nichts gegen Reformation. Wir müssen uns reformieren, damit wir neu erweckt werden. Das ist wichtig. Das gehört zum Leben eines jeden Christen. Aber wenn wir das schon praktizieren wollen, dann müssen wir auch zur Einigkeit und nicht zu unterschiedlichen Ansichten. Wir schmeißen Zahlen oder Fakten, Daten oder sonstige Dinge in den Raum, die der biblischen Wahrheit nicht entsprechen. Wir sollten darauf achten, wie wir tatsächlich mit der Wahrheit umgehen. Und das ist wichtig. Wie betrachtet Gott eine solche Einstellung, was neue Ansichten anbetrifft? Das ist das 22. Kapitel hier in Zeugnisse für die Gemeinde. Die Gefahr extremer Ansichten. Man wird Zitate aus den Zeugnissen verwenden, die von dem Ende der Gnadenzeit sprechen und von der Sichtung des Volkes Gottes. Man wird dazu Stellung nehmen und sagen, dass daraus ein reineres, heiligeres Volk hervorgehen wird.
Und wir lesen weiter. Das ist der nächste Satz. Das ist eine Freude für den Feind. Wir sollten nicht unnötigerweise einen Kurs einschlagen, der zur Uneinigkeit führt oder Streit stiftet. Ausgewählte Botschaften, Band 1. Lass mich eine Geschichte aus der Schrift erzählen. Wir alle kennen die Rotte Korach. Korach. Datan, Abiram, das kann man lesen in 4. Mose, 16. Kapitel. Dabei war On und die Söhne Rubens. Also die Jungs waren nicht alleine, aber da waren noch mehr dabei. Wer war alles dabei? Wer unterstützte sie? Wir müssen was Neues machen. Wir brauchen eine neue Führerschaft. Wir brauchen eine neue Leitung. Wir brauchen eine neue Lenkung. Wir brauchen eine neue Führung. Wir müssen jetzt etwas Neues bewegen. Wer war dabei? Lesen wir das. Die empörten sich gegen Mose, dazu 250 Männer unter den Israeliten. Wer waren diese Männer? Vorsteher der Gemeinde, von der Versammlung berufen, namhafte Leute. Sind wir namhafte Leute? Sind wir berufene Leute? Sind wir Männer und Frauen von Gott berufen, Stellung zu beziehen in unserem Leben? Wenn wir uns daran gewöhnen, Prinzipien zu opfern, um gut angesehen zu sein, dann sind wir auf einem falschen Weg. Soll ich euch sagen, auf welchem Weg? Auf dem Weg nach Rom. Wir verbünden uns mit etwas, um Frieden und Einheit zu erreichen. Das beginnt sehr subtil. Und um Frieden und Einheit zu wahren, zeigten sich die Menschen bereit, irgendwelche mit ihrer Gottestreue vereinbarte Zugeständnisse zu machen. Ich zitiere das von vorhin. Sie fühlten aber, dass selbst der Friede unter Aufopferung ihrer Grundsätze, das ist wieder diese entscheidende Phase. Sie fühlten aber, das merkten diese Männer und Frauen, dass selbst der Friede unter Aufopferung ihrer Grundsätze zu teuer erkauft wäre, einer Übereinstimmung auf Kosten der Wahrheit und Rechenschaft, zogen sie jedoch lieber die Uneinigkeit, ja selbst den Kampf vor. Sie gingen nicht auf diese Dinge ein. Sie gingen nicht auf diese Dinge ein. Und der nächste Satz sagt uns, es wäre für die Gemeinde und die Welt gut, wenn die Grundsätze, die jene standhaften Seelen zum Handeln bewogen, in den Herzen des Volkes Gottes wiedergelegt werden. Also wir müssen aufpassen, was wir tun. Und wir sollen aufpassen. Wir sollen prüfen. Und wenn wir etwas nicht verstanden haben, was können wir tun? Also das praktiziere ich. Ich wende mich an erfahrene Brüder, die die Schrift sehr gut kennen. Und wenn ich diese Aussagen höre, dann prüfe ich auch weiterhin. Erledigt? Bibel zu? Nein. Aber das Fantastische ist, dass mir diese Brüder, diese erfahrenen Männer, immer wieder weiterhelfen konnten. Und ich danke Gott dafür. Ich danke Gott dafür. Gott sei gelobt. Aber was passiert? Was passierte beinahe unmerklich finden heidnische Gebräuche ihren Weg in die christliche Gemeinde. Oder fanden. Wir reden hier aus der Zeit von, wir kennen diese Zeit, wo der Wechsel stattfand von der Urgemeinde hin
zu einer Gemeinde, die sich praktisch veränderte. Dieser Zustand ist hier beschrieben, aber worauf müssen wir aufpassen, wenn wir das lesen? Beinahe unmerklich. Satan hat genügend Strategien, um uns negativ zu beeinflussen. Und wer arbeitet so beinahe unmerklich? Das wissen wir. Das ist Satan. Das ist Satans Werk. Er hält die Schritte der Annäherung sehr klein. Er kommt mit ganz kleinen Geschichten. Und wenn diese kleine Geschichte Fuß gefasst hat, dann wird aus dieser Geschichte plötzlich, und dann heißt es, genau das ist die Wahrheit. Aber sie ist es nicht, es ist eine Katastrophe. Es ist eine große Katastrophe, in die wir hineinschlittern. Ein Kompromiss, der passiert nicht immer durch direkte Auflehnung. Das ist eine ganz subtile, eine mit Behutsamkeit angelegte Angelegenheit. Und wie sah das aus? Wie sieht das heute aus? Rom machte zur Pflicht, was Gott nicht verboten hatte. Und verbot schließlich das, was Gott ausdrücklich befohlen hatte. Wie ist dieser Text zu verstehen? Lass mich Folgendes erklären. In ungefähr 4 Wochen wird auf der ganzen Erde, bitte, die Geburtsstunde Jesu Christi gefeiert. Steht in der Schrift, dass das verboten ist? Seht ihr das? Rom macht zur Pflicht, was Gott nicht verboten hat. Seht wie Satan arbeitet hier. Interessant. Das ist nicht der Noch ein Beispiel. Ostern, das Fest der Auferstehung. Steht in der Schrift, dass das verboten ist? Und ich könnte noch viele Beispiele nennen. Wir lesen das in der Schrift nicht, dass das verboten ist. Und hier sehen wir die Vorgehensweise Satans. Gibt es einen Vers in der Bibel, der sagt, feiere den Geburtstag Christi nicht, feiere den Tag seiner Auferstehung nicht? Gibt es da einen Text? Ich habe ihn noch nicht gelesen. Also wer ihn kennt, der kann es mir sagen. Bitte, ich lasse mich gerne belehren. Aber das Problem ist hier in dieser Textpassage, und da weist sie uns ganz deutlich darauf hin, dass schließlich verboten wurde, was Gott ausdrücklich befohlen hatte. Und hier nenne ich auch ein Beispiel. Hier geht es um den Sabbat. Hier geht es um den Sabbat. Sind wir in unserem Glaubensleben, das auch einen Kampf darstellt, dieser Kämpfe überdrüssig geworden? Werden wir langsam schwach? Sehnen wir uns nach einer Befreiung aus diesem Konflikt? Oder werden wir, sage ich mal, diese Befreiung zu erreichen, die Wahrheit verkaufen? Hier ist nicht die Gemeinschaft, hier sind nicht die Vorsteher gefragt, hier sind wir gefragt, jeder Einzelne, du, ich, ihr, wir alle. Gehören wir zusammen? Sind wir eins? Dann sollten wir uns auch so verhalten. Dann sollten wir in Liebe miteinander die Wahrheit studieren und dann auch bereit sein, unseren menschlichen Stolz abzulegen, um die Wahrheit anzunehmen, die uns erfahrene Männer, Brüdern und Schwestern vermitteln. Im Auftrage von Menschen, nein, im Auftrage Gottes handeln sie, weil sie treu in der Wahrheit stehen. Und genau das ist die Frage, werden wir Gewissensüberzeugungen aufgeben? Werden wir das Wort Gottes weichwaschen? Gott bewahre uns davor. Gott bewahre uns davor. Diese Welt, Freunde der Adventbotschaft, hat die Wahrheit verkauft.
mit einigen wenigen Ausnahmen. Die Wahrheit verkauft, um Frieden zu erlangen. Und was machen sie, diese Bündnisse, diese Verbündeten, diese Nationen? Lasst mich das jetzt zum Schluss noch ganz kurz erwähnen, dann sind wir fertig. Was machen sie? Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt. Seht ihr das? Um Frieden und Einheit. Die haben eine Einheit, um ihre Heere zu versammeln. Um was zu tun? Um Krieg zu führen. Nicht um Frieden, um Krieg zu führen. Guck mal da. Um Krieg zu führen. Gegen wen? Gegen wen? Um Krieg zu führen, den, der auf dem Pferd sitzt mit seinem Heer. Das ist ein Krieg. Gegen dich, Theodor. Das ist ein Krieg gegen dich, Bella. Das ist ein Krieg gegen dich, Sanja. Das ist ein Krieg gegen uns. Das ist ein Krieg gegen Gott. Können diese Heere diesen Krieg gewinnen? Nochmal. Ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln. Zum Kampf zu versammeln gegen wen? An jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Zu versammeln, zum Krieg gegen wen, zum Kampf gegen wen, beachten wir folgendes Zeugnis. Die Welt ist von Sturm, Krieg und Zwietracht erfüllt. Dennoch werden sich die Menschen unter einem Haupt der päpstlichen Macht vereinigen und indem sie gegen Gottes Zeugen vorgehen, werden sie gegen Gott kämpfen. Wir sehen hier, dass diese Welt kurzzeitig vereinigt ist. Vereinigen. Lesen wir. Wodurch wird diese Einigkeit gefestigt sein? Wodurch? Diese Einheit wird durch einen großen Abfall gefestigt werden. Unter einem Haupt der päpstlichen Macht werden sich alle Nationen vereinen, um Gott in Person seiner Zeugen entgegenzutreten. Wo werden wir stehen in dieser Zeit? Werden wir Gold kaufen? Werden wir zur Wahrheit stehen? Werden wir die Wahrheit verteidigen? Werden wir zu Jesus und zu seiner Gemeinde der Übrigen gehören? Und gewissenhaft für das einstehen, was er uns durch sein Wort verkündigt hat? Oder werden wir uns in diesen großen Bewegungen wiederfinden? Wo wird die Welt sein? Sie haben die Wahrheit verkauft. Das ist die Tatsache. Und wir lesen diesen Text. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem man verkündigen wird durch Repräsentanten der Staaten, der Länder, ob Könige, Präsidenten, Bundeskanzler, spielt keine Rolle, sie werden sagen, es ist Friede. Aber was passiert? Was passiert? Dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen.
Lesen wir dieses Ereignis hier. Lesen wir diese furchtbaren Ereignisse. Wir können das lesen. Wir können das lesen. Die Schrift ist offen für diese Thematik. Offenbarung 16, Jeremia 25, der große Kampf, Kapitel, die Verwüstung der Erde. Seht ihr diesen Zusammenbruch? Und das alles für Frieden, den die Welt sich ersehnt. Schaut euch dieses Drama an. Wo stehen wir? Wo wollen wir stehen? Schließt euch zusammen, ihr Völker. Ihr werdet doch zerschmettert. Horcht auf, ihr alle in fernen Ländern. Ja, rüstet euch. Hier finden wir, das habe ich schon mal verkündigt, hier finden wir die Vereinten Nationen. Horcht auf, ihr alle in fernen Ländern. Schließt euch zusammen, ihr Völker. Ihr werdet doch zerschmettert. Ja, rüstet euch. Ihr werdet doch zerschmettert. Und was steht da noch? Schmiedet einen Plan. Es wird nichts daraus. Verabredet etwas. Was wird heute alles verabredet? Wir werden die Friedensreden wieder hören zu Weihnachten, zum Neujahrswechsel. Was wird da draus? Verabredet etwas. Es wird doch nicht ausgeführt. Warum? Friede? Sehen wir hier Frieden? Ich verlasse mich auf Gottes Wort. Und ich sage euch ganz deutlich, hier sehe ich keinen Frieden. Hier sehe ich auch keine Sicherheit. Und es ist wichtig, wo ich stehe. Rechts, links oder Mitte. Hören wir uns nicht an, was links oder rechts. Gehen wir den schmalen Weg immer wieder, immer weiter geradeaus. Ein Opfern der Wahrheit kann niemals zu Frieden führen und wird auch niemals zu Frieden führen. Niemals, niemals. Und so ist es für euch, für uns alle, auch für mich, heute Morgen wichtig, wie wir die Frage beantworten, leben wir die Wahrheit genug, um dafür zu sterben oder dafür zu leben. Das ist interessant. Sind wir bereit, anstelle von Wahrheit Kompromisse einzugehen? Wenn wir das lesen, dann können wir uns auf jemanden verlassen, der uns in diesen Kämpfen, in dieser Zeit, deutlich, kraftvoll zur Seite steht. Und das sagt dieser Text in Jesaja, denn Gott ist mit uns. Alles das, was die Völker tun, alles das, was sie machen, daraus wird nichts. Warum? Weil Gott mit uns ist, wenn wir mit ihm sind. Möge Gott uns Kraft schenken. Möge Gott uns auf ewig, solange wir leben, zur Seite stehen und wir ihm dienen. Amen. Amen. Allmächtiger Gott, ich bitte dich, schreibe deine Wahrheit in unsere Herzen. Lege deine Liebe zur Wahrheit tief in unsere Herzen, in unsere Seelen, sodass wir lieber sterben, als einen Grundsatz deiner Wahrheit aufzugeben. Stärke uns, hilf uns. Schenke uns Kraft durch deinen Geist in den Zeiten der Anfechtungen, in den Zeiten der Wirren, in den Zeiten des Irrtums. Lass uns standhafte Männer und Frauen sein. Und ich bitte dich nicht nur, dass wir standhaft sind, sondern auch unsere Kinder. Und auch unsere Ältesten und auch unsere Vorgesetzten, auch unsere Gemeinschaft, unsere Vorsteher, hilf uns allen, dass wir nicht in die Irre gehen.
so bitte ich dich, segne uns, schenke uns Frieden, wenn wir uns jetzt auf dem Wege nach Hause machen. Hilf uns, dass wir über das, was wir heute gehört haben, Zeit finden, um darüber nachzusinnen und in heiligen Gesprächen diese Thematik neu erkunden, tiefer ergründen mit deiner Hilfe. Behüte und bewahre uns auf der Fahrt nach Hause. Sei mit denen, die heute nicht hier sein konnten. Sei ganz besonders auch mit Samira, Herr, die einen Unfall gehabt hat. Hilf ihr, dass sie wieder gesund wird. Wir wissen, dass viele Dinge passiert sind, auch innerhalb meiner Familie, Herr. Aber mein Sohn lebt. Und wir dürfen mit Freude sagen, dass alles, was geschieht, nur unserem Besten dient. Lass uns das begreifen, lass uns das erkennen und lass uns das verstehen. So hab Dank, Herr, dass du uns die Möglichkeit schenkst, hier hinzukommen, um in Gemeinschaft miteinander zu erfahren und zu erleben, was du uns an Wahrheit heute geschenkt hast. Hab Dank für diese Möglichkeit und hab auch Dank für die Treue und Liebe zu uns, dass du uns immer wieder aufs Neue führen möchtest, dass du uns immer wieder aufs Neue leiten und lenken möchtest. Hilf uns, dass wir begreifen. Und entlasse uns mit dem tiefen Frieden deiner Göttlichkeit und Allmacht. In Jesu Namen. Amen. Amen.